du, ey. Ich hab Angst. Ja, ich fieber schon mit, ehrlich gesagt, ne? Ist zwar nicht meine Nase, aber gehört irgendwie doch zusammen. In der Düsseldorfer Beauty-Klinik Ästhetik soll sich Pinas großer Wunsch von einer kleinen Jet-Set-Nase nun erfüllen. Fertig? Ja. Mensch, jetzt ist los. Und fertig mit den Nerven auch. Oh, bedacht. Das ist alles halb so wild. Du wirst sehen, ne? Der komplizierte Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt. Positiver Nebeneffekt. Pina hält so während der einstündigen OP mal ausnahmsweise die Klappe. Draußen warten besorgt Freundin und Mutter. Wir müssen jetzt auch eine längere Zeit warten. Das ist eigentlich schlimmer, wie eigentlich operiert zu werden, finde ich. Von dem Eingriff selbst bekommt Pina nichts mit. Doch der Heilungsprozess nachher wird schmerzhaft. Die nervösen Begleiterinnen hoffen, dass die 20-Jährige daraus lernt. Ich glaube das auch, dass es das letzte Mal ist, wenn sie wach wird, dass sie das... Die Mama, mache ich nie wieder sowas. Ja, ja. Wenn die Schmerzen hat, will die das nicht mehr. Richtig, genau, genau. Ja, ich hoffe einfach nur, dass mir selber nicht schlecht wird. Sonst kann ich nämlich gleich Schnee legen. Ja, wird kein toller Anblick, sage ich jetzt mal. Morgen ist alles vorbei. Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus, ne? Ja. Im Aufwachraum findet Pina ihren Humor wieder, wenn auch nur mit starken Schmerzmitteln. Ich trinke mal ein Schlückchen. Kleine Schlückchen erstmal. Ist ja wie bei McDonald's. Ich hab das Gefühl, dass ich voll in der Spur bin. Das sind die Drogen. Drogen dröhnen auf meinen Kopf. Schlaf mal ein bisschen. Mach die Augen noch zu, ne? Ja, okay. Ich will auch mehr von der Narkose. Gib mir mehr von dem Scheiß. Tipp, 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 tipp. Gib mir Morphium. Es gibt was Besseres, nämlich lieben Besuch. Hallo, mein Baby. Mami! Hallo, Baby. Hallo, mein Schatz. Oh, ganz ruhig, red nicht. Ja, und wie sieht's hier aus? Super. Süß. Ja, ihr lügt doch. Nein, mein Schatz, wir sind nur jetzt ein bisschen geschockt wegen dir. Und deine Mama ist auch geschockt. Mami, ich bin wieder da. Eigentlich freut es mich, dass sie immer noch ihr Witzereise tut, so wie vorher. Ich hoffe nur, dass sie einfach jetzt... Ich ist für alle ein Schock, für ihre Mutter, für sie und für mich jetzt überhaupt. Sie ist ja auch noch voll weggetreten. Du sagst es. Ich bin froh, dass es alles gut gelaufen ist, aber ich habe ja auch schon sowieso Vertrauen an den Arzt gehabt. Das irgendwie erleichtert auch einer. Ich finde es doch... Jetzt bin ich happy. Aber jetzt haben wir es geschafft, mein Schatz. Na? Und das sieht in 2 Wochen ganz gut aus. Wird eh gut aussehen, sieht man ja jetzt schon. 2 Wochen später folgt die Nachuntersuchung. Wieder mal ist Pina auf sich warten. Ich denke mal, dass es besser aussieht wie beim letzten Mal, wo ich gegangen bin. Da sah sie ja richtig fertig aus. Jetzt sind wir aber gespannt, meine Damen und Herren, die neue Nase. Na, alles klar? Ja. Zeig mal. Immer noch voll die Haube. Das sieht aus wie Nasenhaare. Das sind Fäden, die ein bisschen gezogen werden. Ich habe versucht, das mit Make-up wegzudecken, aber siehst du, das klappt nicht ganz. Oh, Pina. Das klappt nicht ganz. Ja, logisch. Es gibt keinen normalen Mensch, der sich Make-up auf den Gips macht und versucht, es zu überdecken. Nicht beim Gips. Ja. Wie das aussieht, ey. Ja, aber das mit Make-up, das ist ja der Knüller wieder, ne? Sieht man das? Nö. Ach was? Guck mal, mein Auge. Als wenn jemand draufgeschissen hätte. Als ob ich Terminator 2 wäre. Ne? Doch der Terminator kennt keinen Schmerz. Im Gegensatz zu Pina, die vor der Nachuntersuchung ziemlich Angst hat. Ich würde lieber so ein Betäubungsmittel geben. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Der Gips ist schon so lose, das wirst du nicht spüren. Aber die Fäden nicht. Die Fäden ist nicht schlimm. Das hältst du aus. Brauchst du nicht. Ja. Aber ich habe Angst. Ist wirklich schön, mein Schatz. Ja? Ist es auch gerade? Ja. Echt? Ja.
war. Süß, ne? Ja, die ist schön geworden. Ist schlecht. Sieht schon gut aus. Besser als Britney Spears. Und ist auch nicht so dünn wie bei Heidi Klum. Ne? Also ist total ungewohnt. Das kann man gar nicht beschreiben. Pinas Trendnäschen ist einzigartig. Findet auch Dr. Knoche. Das ist wirklich gut geworden. Und wenn die Schwellung noch, die restliche Schwellung noch rausgeht, dann werden wir ein schönes Ergebnis haben. Noch einige Tage muss Pina ein Pflaster tragen. Das Schlimmste aber hat sie hinter sich. Die Neunasenbesitzerin ist in Feierlaune. Was wird wohl ihre Mutter sagen? Tada! Oh, schön, ne? Ich hoffe, dass es der erste und der letzte Mal ist, dass sie sowas mitmacht. Also für sie war es gut mit der Nase, ja? Sie fühlt sich wohl, sie musste mitleben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich unterstütze sie. Wenn es ihr gefällt, gefällt es mir auch, ja. Ich denke mal, jetzt habe ich eine neue Nase. Neue Nase, neues Glück, heißt es doch. Heißt es überhaupt so? Nö, ne? Egal. Wie auch immer, Nase gut, alles gut. Wir sollen tanzen. Ja, da gibt uns doch mal die Musik rein. Jetzt kommt das Stichwort. Popo wackeln. Bitteschön.